Gold heißt euch wieder recht herzlich willkommen. Freut mich echt mega, dass ihr wieder auf meinem Kanal eingeschaltet habt. Ja, heute wieder sehen könnt ihr mal aus der Zentrale. Es gibt wieder was vom Flohmarkt, aber vorab, ich muss mich bei über 400 Abonnenten bedanken. Kuss geht raus an euch. Freut mich echt mega, dass mein Kanal so gut ankommt. Wenn wir die 500 erreichen, wird es auf jeden Fall wieder ein cooles Gewinnspiel geben. Da dürft ihr euch also gerne schon mal überraschen lassen. Heute war ich für euch in Feingen unterwegs. Das war ein Garagenflohmarkt. Ja, ich war mal auf einem Garagenflohmarkt, weil das gibt es bei uns hier eher weniger. Dieses Mal gab es endlich mal einen, das habe ich natürlich dann gleich genutzt, hat sich mega gelohnt, hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe echt ein paar coole Sachen gefunden, aber lasst euch da gerne überraschen. Ich werde auch wieder die Preise einblenden von den Dingen, wo mich interessieren. Jetzt genießt die Aufnahmen, lasst wie immer gerne ein Like da, ein Abo wäre nice, Kommentare. Ihr dürft auch gerne einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Falls ich irgendwas übersehe mal zum Preise einblenden oder was Wertvolles übersehe, schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde mich mega freuen. Kuss geht raus an euch. So, wir sind jetzt hier in Feingen angekommen. Wir schauen heute mal ein paar Garagenflohmärkte an. Ich habe mir gedacht, da bietet sich der Roller natürlich perfekt dazu an. Und dann kann man von Garage zu Garage hoppen. Mit dem Auto wäre das, glaube ich, nicht so toll. Ich bin mal gespannt, was wir hier finden. Lasst euch einfach überraschen. Schauen wir mal. Ja, dann schauen wir mal, was der erste Garagenflohmarkt in Feingen zu bieten hat. Ich bin ja echt gespannt, ich habe das noch nicht so oft gemacht auf so Garagenflohmärkten, aber ich fand es echt cool. Ich glaube, das werde ich wieder öfters in Betracht ziehen, sobald mal was hier in der Nähe ist. Aber jetzt genießt die Aufnahmen. Hallo. Was Schönes, bevor wir hier jetzt... Ja, wie ihr hier sehen könnt, gab es ein paar schöne Manga-Filme. Ich kenne mich mit dem Zeug leider gar nicht aus, deswegen habe ich sie auch am Endeffekt liegen lassen. Aber ich wollte mich da auch mal ein bisschen reinarbeiten, deswegen habe ich euch auch dazu die Preise mal eingeblendet. Was es hier für Schätze gibt. Viele Sachen hier. Das Spiel Keltis habe ich ja damals schon vor 2-3 Flohmärkten mal mitgenommen gehabt. Es ist auf jeden Fall echt ein cooles Spiel. Wir haben es jetzt im letzten Mal angezockt, hat mega viel Spaß gemacht. Wir haben, denke ich, so 5-6 Stunden dran gezockt oder so. Wir werden es auf jeden Fall wieder zocken. Also, falls euch jemand das Spiel Keltis interessiert, das ist echt lohnenswert. Nee, das ist alles meine eigene Schüsse. Und was sind die zwei Figuren hier? Machen wir zusammen nochmal 6 dazu? Boah, nee, das kann ich gar nicht. Was würden Sie mir geben? Ich würde 2 Euro geben, ganz ehrlich. Für beide zusammen? Ja. Das kann ich weiß nicht mal, den hier kenne ich klar, aber den hier habe ich keinen. Also den hier würde ich. Final Fantasy 7. Ah, Final Fantasy 7. Machen wir 3. 3 ist in Ordnung. Ich hab da gar, also das kenne ich gar nicht. Link ist klar, aber. Ja. Haben wir da noch was Kleines? Ich hab doch eigentlich. Kriegen sie aber wieder ihr Kleingeld. Ist mir gerade recht. Denke ich mir. Sollte passen. Also wenn ich schon mal den ersten schon so gut finde, ich werde. So, und dann kommen wir auch schon zum ersten Fund. Da habe ich diese beiden Figuren hier mitgenommen. Einmal von Final Fantasy 7 sollte es sein. Ich kann mich leider nicht daran erinnern, weil Final Fantasy 7 kann ich mich eigentlich daran erinnern, dass ich das auch gespielt habe. Aber an die Figur hier kann ich mich wirklich leider gar nicht erinnern. Vielleicht bin ich auch komplett gerade lost oder so. An den hier kann sich auf jeden Fall jeder hier erinnern. Link, Zelda, kennt jeder. Ich fand die zwei Figuren für 3 Euro auf jeden Fall ein cooler Fund. Konnte ich nicht liegen lassen, habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Hier.
Was soll bei euch hier das? Die Werner-Bücher? Alle zusammen 10. Und das Asterix? 5. Oder 3, keine Ahnung. Nee, alles in Ordnung. Ja, das Problem ist halt. Das Problem ist halt, ja. Sehen halt leider nicht mehr so toll aus. Sag mal einen Preis. Ich, 1, 2, 3, 6 Euro. Ja. Das mache ich. Die finde ich doch ganz schön interessant. Das hat man früher auch angeschaut. Der Radio tut oder was? Ja, ich dachte, du kriegst noch viel mehr dafür. Aber erstens mal gibt es den wirklich so gerade. Ich kenn's ja halt schon früher. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel die wert sind oder so. Normalerweise kenne ich mich mit allem aus, aber mit dem kenne ich mich gar nicht aus. Ich kaufe es jetzt einfach nur, weil ich. Wo die Nummern drin haben, teilweise wollte man sie gar nicht, kein Bedarf und teilweise 1,50. Und dann habe ich gesagt, man braucht es nicht zum Momox schicken. Richtig. Nee, dann müssen wir es anders machen. Muss ich den 10er geben. Dann tauschen wir einfach mal zuerst mal das. CDs, ist da Hip-Hop oder so dabei oder eher nur so? Ne, eher so Klassik. Mhm, okay, alles klar. Die Grey's Anatomy? Die weiß ich nicht, ich kenne die. 6. Ist meine Tochter. 300 alles zusammen. Ah. Ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Fund. Da habe ich für meinen Kumpel Werner Comics mitgebracht. Ja, was für ein komisches Wortspiel. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, mein Kumpel Werner sammelt Comics. Normalerweise so Disney, Asterix, Lucky Luke und so ein Quark. Aber diesmal hat er gemeint, die Werner Comics will er auf jeden Fall auch haben. Hier seht ihr Werner im Normaljahr. Sind 6 verschiedene Bücher. Für 6 Euro habe ich bezahlt. Finde ich mega cool. Hatte ich auch so in den 90er Jahren selber. Habe ich früher mal gerne selber gelesen. Auch früher den Film natürlich angeschaut, die Filme angeschaut. Von dem her, Werner ist schon was Kultiges. Mein Kumpel Werner wird sich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Jetzt genießt die weiteren Aufnahmen. Was kostet bei euch hier so ein Spiel? 5 Euro pro Stück. Okay. Und da werden auch noch welche. Okay, alles klar. Genau, läuft einwandfrei, das ist nur die Packung, die ein bisschen gelitten hat. Ja, aber die Packung ist halt auch immer für... Ja, Sammler, genau. Ja. Absolutes. 5 Euro habt ihr gesagt. Ja. Also 3 würde ich bei dem machen, ja. Nee, unter 5. Alles klar dann. Alles klar. Ja, schade, die Frau war leider überhaupt nicht zum Handeln bereit, deswegen habe ich es dann auch liegen gelassen, weil so für 4 Euro hätte ich es wahrscheinlich mitgenommen, aber wenn man gar nicht handeln will, dann habe ich es halt liegen lassen. Und dann, ja.
VW-Bus bitte für den jungen Mann hier. Hier mal wieder ein schöner Stapel Brettspiele. Ja, da waren auch ein, zwei, drei ältere dabei. Deswegen werde ich euch auch hier mal die Preise einblenden, weil ich es doch ganz schön interessant fand, diese Brettspiele. Und ich liebe es, mich da ein bisschen reinzufuchsen, ein bisschen zu recherchieren. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, blend da auch mal die Preise ein. Im Endeffekt habe ich dieses Bluff mitgenommen. Ich denke mal, das wird jetzt mal zum schönen Bierle im Garten einfach mal gezockt. Und das Bluffspiel? Ist das komplett überhaupt? Ja, ist komplett. Ewig nicht mehr gespielt. 2,50? Da wollte ich 50. Wie ist das Zustand? Es ist so gut, einmal aufgebaut und dann beim Auseinanderbauen sind, muss ich nur gucken, das haben wir auch mal fotografiert, unten zum Reinstecken von diesem Ding hier sind ein oder zwei angeknackt und wir haben die wieder geklebt mit diesem zwei Komponenten. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt gedacht, ich versuche es einfach mal über eBay Kleinanzeigen, gehen sie meist noch. 2 Euro, genau? Ja. Alles klar. Ich danke. Danke. Wie ihr wisst, suche ich auch immer nach ein paar Brettspielen für im Garten zocken. Diesmal ist es das Spiel Bluff geworden. Für mich ist es einfach ein cooles Artwork. Ich wollte es einfach endlich mal zocken. Ich habe schon ein paar Mal was davon gehört. Meine Jungs freuen sich auch schon, dass wir es endlich mal zocken können. Von dem her, ich finde es ein cooler Fund. Für 2 Euro kann man gar nichts sagen. Es ist auch wirklich tutti completti. Jede Anleitung ist dabei, jeder Flyer, jede Werbeflyer, auch jede, also wirklich alles ist dabei. Von dem her fand ich das echt ein cooler Fund für 2 Euro. Und für 2 Euro hat man auf jeden Fall mal wieder ein paar Stunden Spaß. Von dem her echt mega genial. Was möchtet ihr da für so ein Spiel haben? 10 Euro. Egal welches, oder? Divo, darf ich mal sehen, das sind nur welche, die original sind. Die sind alle, die sind genau der Stapel hier. Ja, die sind teurer, sorry, das habe ich jetzt nicht gesehen. Die, was wollen Sie da? 30 Euro wollen Sie für die klar. Original. Alles klar, passt, ja. Eine CD? 1 Euro. Das ist schon eher meins. Machen bei der auch 50 Cent wegen Aufkleber und so. Ja. Und das ist auch nicht für mich. Kriegt ein Kumpel von mir. Wenn der auf so Hip-Hop und so steht. Dankeschön. Ich danke. Das sind Kindertrikots, oder? Ja.
Das auch, ja. Ja, das ist es. Das ist es sogar. Was wollt ihr da für das Dortmund? Das Original, mit Originalunterschrift, 10 Euro. Unbenützt. Wer hat da unterschrieben? Ja, ich kenne mich da nicht aus. Wer damals mitgespielt hat. Wie mein Geld haben wir zählt, wahrscheinlich auch noch. Ich hoffe, Sie haben es passend. Schwierig, schwierig. Ich habe genau 7 dabei. Ne? Also. Wo ist denn der nächste? Muss man da in die Richtung kommen? Da unten ist noch da einer. Komme ich gerade her. Da komme ich gerade her. Und da oben weiß ich nicht, wo da oben ist. Ich muss jetzt wahrscheinlich her. Jetzt muss ich erst mal zur Bank gehen. Da ist auch einer. Genau. Hier oben. So, ich musste die Kamera ein bisschen weiter weg, weil der nächste Fund ist ein bisschen größer. Ich habe hier ein Dortmund-Trikot von 96, 97. Wir sind noch nicht ganz schlüssig. Auf jeden Fall hat darauf unterschrieben Reus, Lewandowski, Hummels, Gündogan. Also die ganzen guten, großen Namen. Ich glaube, es sind insgesamt 6 Unterschriften. Kommen jetzt gerade nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, hier ist auch der Bender noch. Also auf jeden Fall echt ein mega cooler Fund. Noch eine kleine Geschichte dazu. Der Flohmarkt war an dem Tag, wo der VfB sein letztes Spiel hatte im Stadion, wo wir auch Schützenhilfe von Dortmund gebraucht haben. Und da habe ich natürlich dieses Omen gehabt, das Trikot hier mitzunehmen. Dortmund hat uns auch Schützenhilfe gegen Hertha geleistet. Falls es nicht wissen, ist dann der VfB in der ersten Liga geblieben. Also das ist noch so ein kleiner Funfact zu der ganzen Geschichte. Auf jeden Fall für mich eins der Highlight-Funde bis jetzt auf meiner ganzen Flohmarktreise, wo ich bis jetzt mache. Von dem her, ich werde es auf jeden Fall behalten. Ob ich es hier irgendwo hinhängen kann, wahrscheinlich eher nicht. Ich als VfB-Fan darf kein Dortmund-Trikot an der Wand. Aber es ist so, es bleibt so, wie es ist, einfach jetzt hier mal in dem Rahmen drin und wird einfach so in meine Sammlung gehen. Hallo. Für die 3,6? Bis
steht drauf, ja? 3 steht drauf. Mach mal 8. Ich muss sowieso hier liegen lassen, weil ich habe gar kein Geld mehr. Ich bin verrückt gerade. Also für 6 würde ich sie nachher gleich abholen. Mehr geht, also mehr kann ich echt nicht. Okay, mach mal. Dann lasse ich sie mal hier liegen. Ja. Dann hole ich sie nachher, weil ich muss echt zur Bank schwimmen, weil sonst. Okay. Eine Bank ist ja. Hier unten. Ist genau, da ist die. Ja, ich weiß, glaube, da ist die eine. Ja, ja. Dankeschön. Kommen wir auch schon zu den letzten Fund, wie ihr gerade schon im Abspann mitbekommen habt, musste ich sogar noch zur Bank gehen, damit ich mir diese 3 PlayStation 3 Spiele kaufen konnte. Da habe ich hier einmal dieses GTA Gran Turismo 5 mitgenommen. Ja, das ist in einem traumhaften Zustand. Ich habe es zwar schon, deswegen werde ich auch die Hülle wahrscheinlich benutzen für ein anderes Spiel, weil die Hülle ist echt noch in einem richtig tadellosen Zustand. Und dann habe ich hier noch dieses Sacred 2 mitgenommen. Das fehlt mir noch in meiner Sammlung, von dem her ein Mega-Fund für 2 Euro. Und genauso bei dem Overlord Rising Hell, das fehlt mir auch noch in meiner Sammlung. Finde ich also von dem her echt auch ein richtig cooler Fund. Die 2 hier werden so wie sie sind in meine Sammlung gehen, die andere wird in die Tauschkiste gehen. Von dem her gar kein Problem. Ich hoffe, ihr habt die Aufnahmen wieder gefeiert. Wenn ja, ihr dürft wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Lasst auch einen Kommentar da, falls ich irgendwas übersehen habe oder falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so. Lasst wie immer gerne einen Kommentar da, würde mich mega freuen. Und jetzt Kuss geht raus an euch.